Luca Pfeiffer, der nächste Neuzugang beim VfL Osnabrück. Luca, erklär doch mal ganz kurz, wie kam dein Wechsel zum VfL zustande? Ja, vom ersten Tag an war ich hier in Gesprächen mit den Verantwortlichen komplett überzeugt. Es ist ein guter Verein hier, ein Traditionsverein, man kennt diesen Verein. Und deswegen ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, hier zuzusagen. Das ist eine besondere Situation. Du bist jetzt vom SC Paderborn ausgeliehen. Was genau versprichst du dir von dieser Ausleihe für ein Jahr zum VfL Osnabrück? Ja, ich komme aus der Regionalliga von Stuttgarter Kickers und für mich war es von Anfang an klar, dass es ein schwerer Schritt wird in die zweite Liga. Dann komme ich jetzt aus einer Verletzung und ich glaube, dass das jetzt einfach der richtige Zwischenschritt ist, in der dritten Liga erstmal Fuß zu fassen und so viele Spiele wie möglich zu machen. Heißt, es geht um Einsatzminuten, aber verfolgst sicherlich auch gemeinsame Ziele dann mit deiner neuen Mannschaft, die du in ein paar Tagen kennenlernen wirst. Welche könnten das sein? Ja, genau, die Mannschaft steht sowieso immer im Vordergrund und das ist natürlich unser Ziel, so erfolgreich wie möglich Fußball zu spielen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Und für mich persönlich ist natürlich auch ein Ziel, so viele Einsätze zu haben. Jetzt, wenn ich mich dir so angucke, sehr groß gewachsen, kopfballstark, nehme ich mal an. Worauf dürfen sich die Fans des VfL Osnabrück ansonsten noch freuen? Welche Qualitäten bringt Luca Pfeiffer mit? Ja, ich hoffe in erster Linie auf Tore. Ich bin ja Stürmer und Stürmer will eigentlich immer Tore schießen. Ja, ansonsten mein Kopfballspiel ist nicht das Beste, aber ist in Ordnung. Also das ein oder andere Kopfballtor wird schon drin sein. Sehr gut, darauf freuen wir uns. Danke dir.